Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu OpenXCOM. Wir sind hier noch mit unserem Battleship beschäftigt und wollen jetzt mal uns in Position begeben. Langsam. Zumindest erstmal in eine temporäre Lauerposition. Ist hier eine? Ne, alles gut. Gut. Lass mal überlegen, also neben dich, du warst ganz passabel, du auch, du warst glaube ich auch ganz gut, ja, damit hätten wir 4, das sollte reichen, erstmal brauchen wir eh nur 3 und wenn wir uns dann auffächern, dann 4, okay, wo ist unser Flieger, okay, nächste Runde, fliegst du weiter. Ja, ihr lauft da panisch im UFO rum, das haben wir schon gesehen, gehört vielmehr beim letzten Mal. So, du machst mal einen Scouting-Flug. Sauber. Okay, in der ersten Runde muss das Reaction Fire dann von Zuran kommen. Die anderen haben keine Zeiteinheiten mehr, aber das sollte machbar sein. Wir können ja auch noch hier jemanden hinstellen. So, dich wollten wir auch hier haben. Ihr könnt mal aus dem Rauch raus. So, wir nach hier nochmal gucken. Sieht sauber aus. Ja. War nicht anders zu erwarten. Du Schlingel. Also da drüben kann er dich sehen. So, knallt den bitte mal. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Okay, also diese Position ist verbesserungsfähig, wie wir sehen. Du guck mal hier drüben, ob da noch wer ist. Also das ist schlecht, das ist schlecht. Also wir sollten hier hin irgendwie. Das können wir jetzt noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Bis alle soweit. Schauen wir mal. Weil ich würde ganz gern erzwingen, dass die Aliens sich noch umdrehen müssen, bevor sie auf uns schießen können. Das ist einfach besser. Sehr gut. Nee. 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 Ja. Gut. Okay. Also. Du. Also, ich hatte uns vorhin gestellt hier und hier. Dann gehst du mal nach hier.
einen von abziehen, wenn wir... Du gehst mal nach hier. Hatten wir nicht noch einen 59er hier? Ja. Boah, das ist keine gute Tür da. Da kannst du aus Versehen auf unseren... Da müsst ihr treffen. Da dürft ihr nicht vorbeischießen. Das ist die Situation. Ist, nee, da können wir noch besser machen. Da müssen wir... Da unten müssen wir weg. So. Bist da sicher, dann kannst du nach hier. Nächste Runde. Okay, der Chef liegt mal ums UFO rum. Weniger um zu scouten, einfach weil es ihm Spaß macht. Okay. Nächste Runde. Gut. Ihr seid egal. Okay, die haben alle keine Waffe mehr. Das ist okay. Dich jetzt in Position bringen. Noch nicht perfekt. So, und als letztes du. Dann geben wir diesen Korridor hier jetzt auf. Potenziell gefährlich ist. Du musst dann nichts mehr machen. Du kannst hier nur irgendwo langlaufen. Können die anderen dann ja auch machen. So. Ups. Okay. Genau so, schön in den Rücken schießen. Okay. Läuft. So, jetzt haben wir auch alle Zeiteinheiten. Du hast jetzt auch volle Zeiteinheiten. Und Zuran kommt jetzt. Dahin. So.
So, du bist außer Sicht, du bist außer Sicht. Blaster Launcher, kill him, kill him, kill. Es könnte der Commander sein, das könnte ein Ingenieur sein. Für den Fall, dass es ein Commander ist. Ist es denn geladen? Ja. Okay. Zum Glück braucht der Blaster Launcher wahnsinnig viel Zeiteinheiten, um abgefeuert zu werden. Das kann man üblicherweise nicht, wenn man vorher rumläuft. Gut. Gut. Okay. Das ist ein schönes Schlachtfeld hier, ne? Also nicht wirklich Schlachtfeld, eher so ein Massakerfeld. Ah, Leader ist noch drin, okay. Vielleicht war das mit dem Blaster Launcher der Commander. Das wäre ein glücklicher Zufall. Ich glaube, wir brauchen zwar keinen mehr, aber Commander kann man einiger mal einen überhaben. Das kann nicht schaden. Nee, es war nicht der Ingenieur. Okay, und der Ingenieur hat auch keine Waffe mehr. Okay, da können wir jetzt mal hier. Wo ist denn? Du kannst mal wieder. Du fliegst jetzt mal einmal rum. Hui. Verschaffen wir mal ein bisschen Bewegung. Du machst das so. Ja, ich könnte das eigentlich auch so machen. Dich brauchen wir eventuell noch. Der hatte sogar noch eine Waffe. Das ist echt ein schönes Bild hier. Die hier auch noch mit drauf tun. Ja. Sehr schön. Wo sind die alle? Ihr könnt euch auch mal zusammenstellen, dann ist das nicht so umständlich. Und du fliegst wieder zurück. Immer noch welche.
Gut. Wo ist Chef? So, Chef geht jetzt mal den Rest zu Fuß. So, das sollte an Fitnessübungen eigentlich reichen. Ja, da ist noch einer. Kriegen wir den noch raus? Bewegt sich noch. Ach, im Flying Suit Kniebeugen, das ist nicht einfach. Na komm raus. Also, das lief doch ganz hervorragend. $14,31, das ist ein sehr guter Wert. 200 Delirium ist ein sehr guter Wert. Da weiß ich schon wieder nicht, wohin mit ganzen Eldar ist. Ist er wieder ein Store bauen? 22 Artifacts, Live Aliens, ja. 26 Killed, very nice. So, und in 3 Tagen werden wir sehen, ob hier Nigeria das XCOM-Projekt verlässt. Aber erstmal verkaufen wir den ganzen Mist hier. Das geht an RTL 2. Das geht an McDonald's. Burger King. So. Okay, wieder ein paar Granaten eingesammelt. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch genug Illyrium. Eine Million genau, ne? Das müssen wir ändern. Nee. Kann man eigentlich nie genug haben von denen. Ihr benutzt immer noch Plasma-Rifles. Das ist ja interessant. Und Plasma-Pistols. Und Blaster-Launcher. Wow. Okay, da kann man ein halbes Team mit Blaster-Launchern ausrüsten. Das ist sehr gut. Und ich habe die Psi-Amp. Aber wir haben gar keine Psi-Gegner. Na gut. Okay, verkaufen wir den Kram. Gucken wir uns mal die Soldaten durch. 67 Reactions, ne? Nicht schlecht. Ist auch besser geworden, immerhin um einen. 64 ist auch okay. Okay. Gut, wie sieht das mit Research aus? Unknown, nicht hilfreich. Manufacture. Wir haben jetzt genug für noch weitere Flying Suits, ne? Aber ich wollte erstmal noch die anderen 12 Power Suits bauen. Ah, wir haben keinen Platz. Wann ist die Werkstatt hier fertig? 9 Tage. Das habe ich so bekloppt gebaut. Mal gucken, ob wir bis zum Ende des Spiels hier auch mal eine Sache gebaut kriegen. Stores sind voll.
In 2 Tagen kriegen wir einen neuen, okay. Wie sind hier die Stores? Haben wir noch ein bisschen Platz? Okay, na, dann warten wir mal den Monat ab. Mal gucken, ob wir ein Land verlieren, was ich vermute. Nee. Okay. Keine Ahnung, was die da infiltriert haben, die lieben Aliens in Afrika. Aber Egypt und Nigeria sind dabei geblieben. Okay, also Council of Funding is very pleased. Oh, 1 Million mehr, das ist sehr gut. USA sind alle particularly happy. Increase the funding. Waren das alle? Oh, Psionic Training. Okay, jetzt wird's wichtig. Okay, dann machen wir das. 20 kriegen wir rein, dann machen wir das auch. Achso, wir sind ja nicht 20, stimmt. Ich meine, da wir ja den Platz haben, warum nicht? Hier auch, alle rein. Okay, dich nicht, na gut. Wieso haben wir hier? So eine ungerade Zahl. Wir sind hier 21. Haben wir irgendwas? Egal. Gut, dann trainiert mal fein. Funding, schauen wir uns an. Brasil und South Africa. Ne, gut, South Africa kann auch nicht. Brasil kann auch nicht. Okay, alle, die noch dabei sind, haben mehr Geld gegeben. Das ist sehr schön. Finde ich gut. Okay. Ja, da würde ich sagen, das war doch eine sehr erfolgreiche Mission. Wir haben jetzt auch genug Illyrium. Leider nicht aufgrund von inkompetenter Planung seitens des Kommandanten. Leider nicht genug Werkstätten, um die Power Suits auch zu bauen. Aber das wird sich in 5 Tagen zumindest zum Teil ändern. Dann müssen wir auch noch Engineers kaufen. Okay. Ja, und dann haben wir dann auch bald Power Suits und Flying Suits für unser Team und dann hoffentlich auch der Blaster Launcher irgendwann mal in den Bereich von nicht mehr Unknown kommen. Und dann geht das auch voran und dann, ja, war das auch sehr positiv. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr OpenExCom. Bis dahin. Tschüss.